Den Bericht des Oberbürgermeisters angesichts unserer straffen Tagesordnung angemessen kurz halten. Ein Thema ist aber nicht nur mir, sondern auch vielen von Ihnen ein besonderes Anliegen. Ich bedanke mich ausdrücklich bei den Fraktionen und Ältesten, dass wir heute auf die beantragten Aktuellen Stunden aus Zeitgründen verzichten. Ich glaube, gerade die Aktuelle Stunde der Grünen-Fraktion behandelt ein Thema von hoher Aktualität, nämlich jüdisches Leben gehört zu Dresden. Frau Filus-Jene hat im Ältestenrat etwas ausgesprochen, was auch mich seit dem brutalen Überfall der Hamas beschäftigt hat. Sinngemäß haben Sie gesagt, und ich hoffe, ich darf das so weitergeben, nach dem Angriff auf die Ukraine hat sich der Rat mit Anträgen und Erklärungen überschlagen, aber zu diesem Massaker haben wir noch nichts gesagt. Dieser selbstkritischen Betrachtung schließe ich mich an und will aus diesem Grund einige Worte in unserer letzten Sitzung vor dem christlichen und jüdischen Festtagen sagen. Während in vielen europäischen, auch in deutschen Städten in den vergangenen Wochen Konflikte zwischen Juden und Muslimen offen zutage traten, verzeichnen wir in Dresden bisher keine nennenswerten Vorfälle, die durch den erneut eskalierten Nahostkonflikt ausgelöst wurden. Ich bin der Überzeugung, dass dies kein Zufall, sondern das Ergebnis jahrelanger Anstrengung zahlreicher Akteure der Stadtgesellschaft und auch der Stadtverwaltung ist. So organisiert die Integrations- und Ausländerbeauftragte mit mir gemeinsam seit 2016 jährlich ein Friedensfest der Kinder Abrahams im Neuen Rathaus. Begonnen hat die Veranstaltungsreihe als islamisches Neujahr. Schon ein Jahr später schlugen die Vertreter der muslimischen Gemeinden vor, die jüdischen Gemeinden der Stadt einzubeziehen. Wenig später kamen auch die Christen hinzu. Daraus entstand das heutige Friedensfest, was bereits zu einer guten Tradition innerhalb der interkulturellen Tage geworden ist. Das Konzept ist bestechend einfach. Zu einem vereinbarten Thema präsentieren Vertreter der drei Weltreligionen ihre inhaltlichen Bezüge sowie einen kulturellen Beitrag. Sehr schnell zeigen sich auf diese Weise viele Gemeinsamkeiten. Allein in diesem Jahr nahmen rund 250 Personen und über 20 Gemeinden oder Gruppen an der Veranstaltung teil. Ein weiteres wichtiges Veranstaltungsformat ist das seit 2015 vom Dresdner Verein BIRT durchgeführte interreligiöse Friedenskonzert. Zuerst Mensch in Musik vereint, das jährlich in der Dresdner Kreuzkirche stattfindet. Die Konzerte werden regelmäßig von mehreren tausend Menschen besucht und zeigen immer wieder eindrücklich, wir alle sind Menschen. Uns vereint mehr als uns trennt. Ein friedliches Miteinander ist keine Utopie. Seit dem vergangenen Jahr gibt es in Dresden einen runden Tisch der Religionen. Dort treffen sich Juden, Christen, Muslime, Buddhisten, Bahai, Drusen und weitere religiöse Gruppen zweimal jährlich, um gemeinsam Themen zu bearbeiten und sich besser kennenzulernen. Organisatorisch begleitet wird der runde Tisch durch das Büro der Integrations- und Ausländerbeauftragten und die Volkshochschule Dresden. Es gibt noch viele weitere Aktivitäten für ein friedliches Zusammenleben der Religionen in der Stadt, mehr als ich hier aufzählen kann. Ich möchte zwei aktuelle Beispiele nennen. Am 31. Oktober gab es die Einladung zum interreligiösen Friedensgebet für den Nahen Osten vor die Dresdner Kreuzkirche. Menschen unterschiedlicher Religion und Weltanschauung folgten dem Aufruf. Erst vor wenigen Tagen, am 26. November, fand im Deutschen Hygienemuseum ein Solidaritätskonzert für die Zivilbevölkerung in Israel und Gaza statt. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, allen zu danken, die sich teilweise seit vielen Jahren für den interreligiösen Austausch und die Integration von Zugewanderten in unserer Stadt engagieren. Das Engagement und die übergreifende Kooperation wirksam Einfluss auf das friedliche Zusammenleben in Dresden haben, erleben wir in diesen Tagen eindrücklich. Und eines will ich an dieser Stelle ausdrücklich den hier lebenden Jüdinnen und Juden sagen. Die große Mehrheit der Dresdnerinnen und Dresdner und die überwältigende Mehrheit in diesem Stadtrat stehen an der Seite der Menschen jüdischen Glaubens. Wir verurteilen jede Form von Antisemitismus, egal aus welcher politischer Richtung sie kommt. Wir werden auch in Zukunft alles dafür tun, dass jüdisches Leben in Dresden keine Besonderheit ist, sondern ein normaler Bestandteil unserer Stadtgesellschaft. Vielen Dank.
So, damit setzen wir in der Tagesordnung fort und kommen zum Tagesordnungspunkt 4, dem Wahl des